Der Startschuss in die neue Saison ist gefallen und Mainz 05 hat eine ziemlich knifflige Aufgabe gleich mal erfolgreich gemeistert. 1:0 hat der FSV Mainz 05 bei der SV Elversberg in der ersten DFB-Pokalrunde gewonnen. Lange Zeit zum Feiern bleibt jetzt allerdings nicht, denn am Sonntag wartet schon gleich der nächste harte Brocken auf die Mainzer. 15:30 Uhr, Stadion an der Alten Försterei, Union Berlin heißt der nächste Gegner. Und darüber möchten wir heute sprechen im VRM Live Talk. Dazu gibt es alles zum Abgang von Alexander Hack nach Saudi-Arabien. Wir besprechen weitere Transfers, wir sprechen natürlich über Trainer Bo Svensson und haben einige Fragen aus der Community bekommen. Und jetzt freue ich mich natürlich sehr, dass wir heute den 05-Macher hier beim VRM Live Talk haben. Christian Heidel, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. So, dann kommen wir doch gleich mal zum Start in Elversberg. Fangen wir damit mal an. War okay, oder? War in Ordnung? So hat man sich das vorgestellt bei den 05ern. 1:0 gewonnen. Ja, wenn man jetzt die letzten Minuten, die letzten 10 mal, ich glaube, außen vor lässt, dann fand ich, war das eine sehr, sehr dominante Geschichte. Wir haben immerhin gegen einen Zweitligisten gespielt und ich finde, wir haben das Spiel eigentlich über 85 Minuten dominiert und haben ein bisschen vergessen, aus den Chancen einfach die Tore zu machen. Aber insgesamt, glaube ich, kann man da sehr, sehr zufrieden sein. Ja, wenn die Chance reingeht, da kommt dann, was wäre dann passiert? Sie war eben nicht drin, unsere waren vorher auch nicht drin. Und ich glaube, es war auch ein hochverdienter Sieg und das wurde uns auch aus Elversberg attestiert, dass das Ergebnis schon in Ordnung geht. Mit wie viel Schwung fahrt ihr denn jetzt am Sonntag dann an die Alte Försterei nach Berlin? Naja, so ein Auftakterfolg im Pokal, ja, das gibt schon einen gewissen Schub. Ich weiß genau, wenn man in der ersten Runde ausscheidet, dass dann auch es sofort wieder losgeht. Jetzt wird es eng und alles schlecht. Und deswegen war es wichtig, dass wir in der Runde weitergekommen sind. Aber natürlich am Sonntag, das ist eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderer Gegner. Wir wissen noch nicht so genau, was auf uns dazukommt, wer dabei Union Berlin mitspielt. Aber das ist natürlich eine ganz schwierige und knifflige Aufgabe. Apropos, wir sind gerade dabei, Union Berlin, die sind vor 4 Jahren aufgestiegen. Jetzt verpflichten sie Spieler wie Gosens, sind an Kevin Volland dran. Der Name Bonucci ist gefallen. Wie siehst du diese Entwicklung von Union Berlin? Ist ja schon ja, krass, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube, krass ist es der richtige Ausdruck. Und ja, momentan kann man sie nur beglückwünschen. Sie sind einen komplett anderen Weg gegangen. Also jetzt zum Beispiel Mainz 05, sie gehen sehr ins Risiko. Sie haben anscheinend auch die Möglichkeit, ins Risiko zu gehen. Ich glaube, so Nachwuchs, Jugendarbeit spielt nicht die ganz große Rolle. Aber sie sind sehr, sehr erfolgreich mit diesem Weg. Von Champions League träumt jeder. Sie haben es geschafft und das haben sie einfach sehr, sehr gut gemacht. Und was sie momentan da zusammenbauen für die neue Saison, sieht auch so schlecht nicht aus. Aber es ist natürlich ein anderer Weg, der in Mainz jetzt zum Beispiel gar nicht machbar wäre. Ja, gerade auch nochmal zu dem Punkt, dass du gesagt hast, den Weg, den die gehen. Trainer Bo Svensson hat gesagt, die spielen eigentlich seit 4 Jahren immer den gleichen Fußball. Was erwartest du denn jetzt vielleicht? Ändern sie ein bisschen was als Champions League-Teilnehmer? Was erwartest du für ein Spiel am Sonntag? Ja, sie holen zumindest momentan Leute nach Berlin, die jetzt nicht unbedingt für den Union-Fußball, was ich jetzt gar nicht respektierlich meine, weil der ist ja höchst erfolgreich, aber die nicht für diesen Fußball stehen. Das zeugt schon ein bisschen davon, dass sie vielleicht auch ein bisschen umstellen wollen, vielleicht auch dann den nächsten Schritt gehen, vielleicht mit mehr Ballbesitz, mehr Fußball spielen. Aber das lassen wir auf uns zukommen. Ich kann es momentan auch nicht sagen. Wir wissen ja gar nicht genau, wen sie das noch holen bis zum kommenden Sonntag. Ja. Aber ja, wir müssen versuchen, das auf den Platz zu bringen, was wir wollen und weniger uns wahrscheinlich dann an Union Berlin orientieren. Ja. Einer, der jetzt am Sonntag nicht mehr dabei sein wird, definitiv nicht mehr dabei sein wird, ist Alexander Hack. Nach über 9 Jahren ist Hacki, wie er genannt wird, hat er Mainz 05 verlassen. Wie groß ist denn die Lücke, die er hinterlässt? Ja, wenn einer 9 Jahre in Mainz ist, dann identifiziert er sich natürlich mit diesem Club, mit dieser Mannschaft, mit dieser Stadt aufs Allergrößte. Und wenn so einer wegfällt, ist das schon ein Problem. Das ist immer dann, wenn die Spieler mal etwas älter werden und eben eine lange Zeit dann im Club verbracht haben, dass irgendwann dieser Tag gekommen ist. Und Hacki hat uns das, ja, ich finde, sehr, sehr klar erklärt, warum, wieso er das machen möchte. Da ging es noch gar nicht um Saudi-Arabien, aber allein, dass er einfach wo spielen möchte, wo die Wahrscheinlichkeit auf Spielzeit vielleicht ein bisschen größer ist als in Mainz. Er hat es selber eingeschätzt. Ja. Und wenn dann so ein verdienter Spieler kommt und sagt, ich würde gern gehen wollen, ja, dann legt man ihm keine Steine in den Weg. Es war ja so, nach unseren Infos hat Mainz 05 1,5 Millionen bei dem Deal eingestrichen.
Jetzt einfach mal die Frage, stimmt das? Ja, wir sind ja dafür bekannt, dass wir auf die Kommastelle genau die Transferentschädigung bekannt geben, wenn wir auch in dem Fall machen. Also wir haben eine Transferentschädigung bekommen, aber wir reden da nicht, sagen wir mal, nie über Summen. Und wenn da drin steht, die beiden Vereine haben sich darauf verständigt, darüber nicht zu reden, dann ist das auch so. Ja, wenn wir aber nochmal bei dieser Transfersumme bleiben, ist natürlich immer ganz spannend. Für Mainz 05 würde ich sagen, oder vielleicht kannst du es auch nochmal einordnen, bei 1,5 Millionen vor dem letzten Vertragsjahr eines Ersatzspielers kann man nur schwer Nein sagen, oder? Ja, das hat aber jetzt in dem Fall nicht unbedingt die ganz große Rolle gespielt. Wenn Hacki heute gekommen wäre und hätte uns gesagt, er möchte zu einem Bundesliga-Verein wechseln, einem Zweitliga-Verein wechseln, dann wäre die Ablösesumme nicht mal annähernd in dieser Richtung gewesen. Das stimmt. Und trotzdem hätten wir Alexander Hack dann gehen lassen, ja, weil es eben, ich habe es ja eben schon gesagt, ein Spieler ist, der viele Verdienste hier in Mainz hat. Auch dann hätten wir nicht Nein gesagt. Also die Ablösesumme hat jetzt für den Wechsel an sich keine Rolle gespielt, aber ja, sie ist natürlich eine der Dinge, die uns natürlich auch gut tut. Was hast du ihm vielleicht auch noch so mit auf den Weg gegeben? Ich meine, sein Abschied war ja sehr emotional. Ihr habt mit Sicherheit auch viele Worte gewechselt. Was hast du ihm noch so mit auf den Weg gegeben? Ja, er war zweimal bei mir und bei Martin im Büro. Wir haben eigentlich mehr so über alte Zeiten geredet, wie sich dieser Club in diesen 9 Jahren entwickelt hat, was er alles erlebt hat. Er hat über sein erstes Spiel, ich glaube, es war gegen Eintracht Frankfurt, meine ich, hat er gesagt, haben wir gesprochen. Und man hat natürlich schon gespürt, dass ihm das nicht leicht fällt. Also das war schon für ihn eine ganz schwierige Entscheidung. Ich glaube, es hat jeder gemerkt, auch als er in Elversberg dann vor dem Block stand, dass er die Tränen in den Augen hatte. Und das zeigt natürlich so ein bisschen, wie sein Verhältnis zu Mainz 05 ist und auch zu dieser Stadt. Ja, viele Fans, wenn wir jetzt auch bei der Stadt sind, dann sind die Fans nicht weit, haben gesagt oder geschrieben, warum muss es Saudi-Arabien sein? Das ist mit den Werten von Mainz 05 nicht zu vereinbaren. Es hat natürlich schon Wellen geschlagen. Grundsätzlich die Frage, haben die Fans damit recht mit diesen Fragen? Jeder kann da seine Meinung haben. Ich habe mit Hacki auch darüber gesprochen. Ich kann seine Gründe für diesen Wechsel nachvollziehen. Die weiß jeder. Da müssen wir auch kein Rätsel draus machen. Das ist völlig klar, dass das monetäre Gründe sind. Was mich an der Diskussion stört, ist jetzt passiert das momentan, was da passiert in Saudi-Arabien, dass viele Fußballer da hinwechseln. Jetzt ist jemand auch aus Deutschland hingewechselt und auf einmal steht das auf Seite 1 von allen Zeitungen. Und ich habe mich wirklich ein bisschen schlau gemacht. Bei allem Verständnis dafür, dass das in Saudi-Arabien alles andere als so läuft, wie wir uns das hier in Europa auch in Deutschland vorstellen, muss man mal sagen, wir haben einen Wirtschaftsaustausch mit Saudi-Arabien, habe ich nachgelesen, 220 Firmen. Aus Deutschland sind in Saudi-Arabien aktiv. Mercedes-Benz hat ein eigenes Werk in Saudi-Arabien. Das Auswärtige Amt schreibt auf seiner Homepage seit vielen Jahren freundschaftliche Beziehungen, trotz dieser schlimmen Dinge, die da passiert sind, ist keine Frage. Und dass das auch mit den Menschenrechten dort nicht in Ordnung ist, ist uns auch klar. Aber jetzt wechselt ein Fußballer. Und schon ist das wieder die Geschichte überhaupt. Und das ist das, was mich bei Katar massiv geärgert hat, dass der Fußball auf einmal für politische Dinge in Haft genommen wird, dass nur noch darüber gesprochen wird, ist es jetzt ein Fußballer. Warum demonstriert keiner vor Mercedes-Benz, dass die mit Saudi-Arabien, dass die ein Werk haben? Seit vielen, vielen Jahren wird dort LKW zusammengeschraubt. Also immer nur der Fußball. Ich finde, das ist Hackis persönliche Entscheidung und ich habe ihm 0,0 Vorwurf gemacht. Ich verstehe, wenn jemand dagegen ist, aber ich verstehe nicht, wenn jemand den Fußballspieler dafür kritisiert. Und eines will ich auch noch sagen, wenn morgen hier jemand reinkommt und sagt zu dir, du bekommst ab morgen das Vierfache und das noch in Netto, und dann bin ich sicher, überlegst du auch. Jeder Mensch überlegt dann. Hacki ist 30 Jahre alt und das ist für ihn nochmal, ja, davon kann er sich was kaufen anschließend und sein Leben bestreiten. Und deswegen habe ich dafür Verständnis. Das heißt aber nicht, dass ich das gutheiße, was in Saudi-Arabien stattfindet. Ja. Aber zumindest ein bisschen nachvollziehen kannst du schon die Reaktion der Fans, weil es ist ja wirklich eine komplett andere Welt, in der er sich ja jetzt bewegt. Ja, aber das ist doch die Entscheidung des Spielers. Und ich tue mir da immer ein bisschen schwer. Das ist so diese deutsche Mentalität. Ich höre nur noch das Wort Werte. Teilweise wird im Ausland über uns schon den Kopf geschüttelt. Das ist die Entscheidung eines Fußballspielers, jetzt dorthin zu gehen, wie es viele andere inzwischen auch gemacht haben. Aber nicht nur Fußballspieler, sondern es gibt mit Saudi-Arabien seit vielen, vielen Jahren aktive Wirtschaftsbeziehungen. Die Politiker gehen ein und aus. Ich glaube, wir haben noch nie so viel
Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien geliefert, wie in den letzten 2 Jahren, habe ich zumindest gelesen. Das sind alles Dinge, die gar keine Rolle spielen. Und jetzt wechselt ein Fußballspieler. Ja. Ja. Sind wir gespannt, wie er sich dort einlebt und wie es ihm grundsätzlich dort geht. Also wir wünschen ihm alles, alles Gute und ich glaube auch alle Fans von Mainz 05, das hat er sich nämlich verdient. Ja. Wenn wir bei dem Thema gerade schon sind, einmal kurz der Hinweis, falls ihr irgendwie nochmal zur Personalie Alexander Hack oder zu weiteren Fan-Themen nochmal was an Christian Heidel oder Christian Heidel fragen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, das nehmen wir dann später gerne noch in den VRM-Live-Talk mit auf. Ich würde aber gerne noch mal einmal noch bei Saudi-Arabien bleiben. Es betrifft jetzt nicht Alexander Hack, sondern eher so Neymar, Ronaldo, Benzema, die jetzt alle dort spielen. Wie siehst du grundsätzlich die Entwicklung des Fußballs in Saudi-Arabien oder was sich da jetzt eben entwickelt? Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Ich glaube, das wird auch jetzt zunächst nicht stoppen. Ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren nicht stoppen wird. Es wird in erster Linie Spieler betreffen, wo meistens die 3 vorne schon steht. Auch jetzt gibt es ja schon Ausnahmen. Und ja, die Saudi-Araber wollen einfach mit allen Mitteln, mit allen finanziellen Mitteln versuchen, diese, ich weiß gar nicht, wie die Liga heißt, Saudi Arabian League oder irgend sowas, wie sie diese Liga bekannt zu machen. Und eines muss man sagen, auch immer so die Journalisten, was sie da alles erzählen. Ich lese auf einmal die Ergebnisse der Liga von Saudi-Arabien in der Zeitung, auch bei euch. Wenn ich beim Kicker drauf gehe, dann sehe ich Spielszenen aus Saudi-Arabien. Das sind dann die gleichen, die kritisieren, warum da einer hingeht. Ja, warum wird es denn gezeigt? Da geht es einfach um Geld, das ist so. Aber da dürfen sich auch die Journalisten nicht ausnehmen, weil sie genau in diesem Spiel mit sind. Ob man das gut findet oder ob man es schlecht findet. Ob das von Erfolg gekrönt sein wird, das weiß ich nicht. Aber eines ist klar, es wurden noch nie so viel über Saudi-Arabien erzählt, ich glaube, wie in den letzten 12 Monaten. Durch was? Durch Fußball. Ja. Jetzt müssen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Also jetzt mein Lieblingsland wäre es ganz sicher nicht. Ja, ist aber auch halt klar, dass das öffentliche Interesse so ein bisschen steigt, wenn halt solche Weltfußballer sich dort tummeln. Das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte, warum die so viel Geld ausgeben. Ja, absolut. Gut, springen wir doch einmal von Saudi-Arabien wieder zurück ins schöne Mainz. Und da gibt es ja auch eine ganz heiße Personalie, wurde im Sommer viel diskutiert, der Trainer, Bo Svensson. Erstmal die Frage, in Elversberg hat er gefehlt, am Sonntag sitzt er wieder auf der Bank. Ja, ihm geht's gut. Geht's ihm wieder gut? Er war gestern schon mal beim Spiel unserer U23 im Stadion. Es gab ja sogar die Gerüchte, er wäre gar nicht krank. Also der war so krank, der konnte keinen Schritt aus dem Haus. Das wäre nicht angenehm gewesen, auch für die Mitbürger, wenn er aus dem Haus gegangen wäre. Den hat es richtig mit einer Magen-Darm-Grippe erwischt. Aber jetzt geht's ihm wieder gut und er war im Training, er war gestern bei der U23 und wird natürlich am Sonntag auch in Berlin auf der Bank sitzen. Sehr gut. Sitzt er denn nächste Saison auch auf der Bank von Mainz 05? Das kann ich heute noch nicht sagen, aber auch um das nochmal zu erklären, es gibt da eine ganz klare Vereinbarung zwischen Bo und mir und wir kennen uns jetzt schon viele, viele Jahre und wir vertrauen uns auch. Wir kümmern uns jetzt darum, eine gute Mannschaft für die neue Saison zu bilden. Da sind wir fast am Ende damit und wenn das alles erledigt ist und wir gemeinsam sehen, was haben wir da für eine Mannschaft zusammengebaut, wie ist da unter Umständen die Perspektive auch über den 30.06.24 hinaus. Da werden Bo und ich und Martin uns zusammensetzen und werden schauen, wie das nach dem 30.06.24 aussieht. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass du uns diese Vereinbarung nicht verrätst, die du mit Bo getroffen hast, oder? Oder nimmst du ja, ich habe es gerade versucht zu erklären. Erst Mannschaft und dann Trainer. Es gibt auch noch andere, Clubs in der Fußball-Bundesliga, wo der Trainervertrag in einem Jahr ausläuft. Wir reden über, was passiert in einem Jahr. Ja. Okay. Wie kann man sich das dann aber vielleicht aktuell auch vorstellen? Ihr arbeitet ja in gewisser Weise auch daran, dass er nach der Saison da bleibt. Wie ist das so im täglichen Ablauf oder wie oft sprecht ihr darüber? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen oder ist das jetzt ein Thema, was im Winter auf Wiedervorlage kommt oder im Frühling? Trifft man sich mal beim Kaffee an der Kaffeemaschine auf der Geschäftsstelle und plauscht mal darüber, ob er sich Gedanken gemacht hat? Also wir sehen uns so im Schnitt fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Und ich kann jedem versichern, wir haben in den letzten 2 Wochen nicht ein einziges Mal über seinen Vertrag gesprochen. Da wir vorher schon ausgemacht haben, wie wir uns da jetzt verhalten werden. Ja. Erst die Mannschaft und dann reden wir mit dem Trainer über diese Mannschaft und über die Zukunft. Wann wir damit jetzt
beginnen. Das werde ich sicherlich nicht in der Öffentlichkeit sagen, sonst steht das Telefon nicht mehr still. Aber da kann jeder mal zunächst beruhigt sein. Das wird in Ruhe in den nächsten Wochen und Monaten besprochen. Ich glaube nicht, das darf ich sagen, dass wir uns da Zeit lassen bis zum Winter. Das ist, glaube ich, in beiderseitigem Interesse dann schon so, dass man möglichst früh Bescheid wissen möchte, wie was passiert in der neuen Saison. Okay, das ist ja auch immerhin schon mal ein Zeitraum. Der Winter ist ja auch nicht mehr so weit. Ja. Da ist ja, kommt ja dann bald ein bisschen mehr Klarheit rein. Jetzt mal so eine grundsätzliche Frage an dich. Wie schätzt du Bo ein? Ist er von seinen Qualitäten her schon so weit, dass er zum Beispiel einen Spitzenclub der Premier League oder vielleicht sogar eine Nationalmannschaft trainieren könnte? Wenn ich jetzt sage, er könnte morgen das trainieren, dann heißt es morgen, der Heidel bietet seinen Trainer irgendwo an. Also ich kann Bo schon sehr, sehr gut einschätzen und ich hatte schon ein paar Trainer, die eine nicht so schlechte Karriere später vollzogen haben und ich weiß auch, wie gut Mainz 05 für diese Trainer war. Und immer wird dann gesagt, ja, die sind ja auch weggegangen und da möchte ich immer nur daran erinnern, Kloppo ist nach 7 Jahren weggegangen und Thomas Tuchel ist nach 6 Jahren weggegangen. Und beide haben die Champions League gewonnen und beide wurden Welttrainer. Also kann man ja durchaus sagen, dass die Zeit in Mainz, insbesondere zu Beginn der Profikarriere, alles andere als geschadet hat. Und das sind auch die Argumente, die ich natürlich mit Bo austausche, dass gerade für einen an Dienstjahren jungen Trainer, er war vor 1,5 Jahre in Liefering, war davor im Nachwuchsleistungszentrum von Mainz und ist jetzt am Ende der Saison die dritte komplette Saison in Mainz. Und das tut Bo gut, weil er hier Bo Svensson werden kann. Er ist es schon, aber er kann das, was er sich vorstellt, in Mainz ausleben, weil es hier Leute gibt, die ihn machen lassen und die nicht versuchen, sich selbst bei Bo einzubringen. Ich weiß, dass der Bo der 100-mal bessere Trainer ist als ich. Also warum soll ich ihm denn reinreden? Ich habe das Vertrauen und er weiß, er kann das umsetzen, was er wirklich möchte und muss sich nicht mit anderen Leuten darüber unterhalten, wenn er am Wochenende aufstellt. Und ich glaube, dass die Zeit durchaus noch nicht beendet ist, dass ihm ja, vielleicht 1, 2, 3 Jahre Mainz 05 gut tun würden. Und wenn er dann die Ambition hat und die Möglichkeit hat, ja, vielleicht auch die Champions League zu gewinnen oder Welttrainer zu werden, dann wünschen wir ihm ja alles Gute. Aber ich glaube, momentan ist er zur richtigen Zeit am richtigen Ort hier in Mainz. Was mich dann auch noch interessiert, du hörst ja sicherlich auch ganz viel in die Mannschaft rein. Da ist diese ungeklärte Situation mal Thema, gar kein Thema, beunruhigt gar nicht. Also ich habe da nicht reingehört. Ich habe es nur in Interviews von dem einen oder anderen auch gelesen, dass das überhaupt kein Thema ist. Ein Spieler macht sich jetzt wenig Gedanken, wenn es am Sonntag gegen Union Berlin geht. Was ist eigentlich am 17. September 2024? Das hat damit jetzt nichts zu tun. Das ist vielleicht mal ein Thema, wenn es um Vertragsverlängerung geht. Wie sieht das aus? Und dann reden wir genauso offen, wie wir es jetzt tun, auch Ja. mit den Spielern. Apropos Spiele, kommen wir auch gleich zu einem sehr guten weiteren Thema. Ich würde jetzt direkt mal bei Leandro Barrero einsteigen. Da wird ja auch immer das eine oder andere diskutiert. Du hattest vor ein paar Wochen zu uns gesagt, wir wollen nicht mit einem auslaufenden Vertrag in die Saison gehen. Müssen wir das jetzt noch ein bisschen nach hinten schieben oder wie siehst du jetzt die aktuelle Situation? Weil die Saison hat ja genau genommen am Samstag begonnen. Ja, das habe ich aber jetzt weniger auf den ersten Spieltag gemünzt, sondern ich möchte ganz gerne das Gefühl haben, sollte Leo jetzt nicht wechseln, das heißt bis zum 31. August, dass wir beide der Meinung sind, das heißt Mainz 05, der Spieler mit seinem Berater, dass wir den Vertrag verlängern werden. Das habe ich damit gemeint und das glaube ich auch heute noch. Aber das muss jetzt nicht sein, dass wir den morgen oder übermorgen verlängern. Ich glaube auch, das ist so mein Eindruck und das ist auch völlig legitim, dass der Spieler mal testen will, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten. Und ich weiß, dass er viele Möglichkeiten hatte oder auch vielleicht hat, aber sich bislang nicht dazu entscheiden konnte, Mainz 05 zu verlassen. Das gibt uns eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und Leo ist so lange bei Mainz 05, jetzt war in der Jugend schon da. Wir gehen da sehr, sehr offen mit um. Ja, er ist ja jetzt auch schon wieder fest eingeplant in der Mannschaft, hat absolut seinen Stellenwert, ist ja immer stärker geworden, vor allen Dingen in der letzten Saison. Das würde ja dann doch jetzt schon richtig wehtun, nochmal, sollte er vor dem Deadline Day nochmal wechseln. Oder wie siehst du das? Das betrifft aber fast jeden Spieler, der bei uns eine wichtige Rolle spielt. Wenn er uns jetzt noch verlassen würde, tut uns das weh. Jetzt kommt eines dazu. Das entscheiden im Endeffekt nur wir.
Es kann kein Spieler ohne die Zustimmung von Mainz 05 den Verein wechseln. Und das werden wir uns dann gut überlegen, werden das auch mit dem Spieler besprechen und dann entscheiden. Ja. Bleiben wir beim Thema Transfers. Der Trainer Bo Svensson hat gesagt, dass vor allen Dingen die Rechtsverteidigerposition, dass er die noch so ein bisschen als Baustelle sieht. Jetzt haben wir ja... Links. Und rechts hat er, zu uns hat er rechts gesagt. Außenverteidiger? Ja. Das wäre mir ganz neu, weil da haben wir eigentlich zwei, mit denen wir sehr, sehr... Und noch einen dritten. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, aber... Naja gut, dann, aber wir können auch gerne über links sprechen. Schnell nochmal anrufen, aber ja, das wäre jetzt ganz neu. Ja, gar kein Problem, aber wir haben extra nochmal nachgefragt. Ja. Es geht also auf den Außenverteidigerpositionen und sei es jetzt rechts, sei es links, wer kommt da noch? Wann können wir mit einer Vollzugsmeldung in Kürze. Rechnen? Aber es wird ein Linksverteidiger wird es kommen. Es wird ein Linksverteidiger. Aber der könnte vielleicht auch rechts spielen ab und zu. Aber eigentlich haben wir ja auf der Linksverteidigerposition momentan nur Cassie. Und da fehlt noch ein zweiter, nachdem Aaron den Verein gewechselt hat. Mhm. Und das ist ja jetzt auch für uns nicht neu. Und ich habe immer gesagt, wir werden dort einen Spieler verpflichten. Aber ich habe auch gesagt, das kann ein paar Tage dauern. Jetzt warten wir mal ab. Lasst euch mal überraschen. Es könnte auch sein, dass die Rechtsverteidigerposition, dass er das damit gemeint hat, weil mit Silvan Widmer das ja noch so ein bisschen unklar ist, wann er wieder bei... Aber 100%iger Schaffenskraft ist und momentan ja nur Daniel Da Costa als richtiger Rechtsverteidiger. Eddie Milson kann das auch spielen. Ja. Also wir können ja nicht auf jede Verletzung mit der Neuverpflichtung reagieren. Also das wäre, wenn wir das machen würden, hätten wir einen sehr, sehr großen Kader. Wir haben übrigens einen sehr kleinen Kader. Gewollt einen sehr kleinen Kader. Wir gehen da auch ein gewisses Risiko. Mhm. Aber das ist auch die Philosophie von Mainz 05. Und damit sind wir in der Vergangenheit gut gefahren. Es kann mal eng werden, wenn du viele Verletzte hast. Da müssen wir es in Kauf nehmen. Ja. Gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Da haben wir Delano Burgzorg. Da haben wir ja gerade heute gelesen, dass er sich Huddersfield Town anschließen soll für ein Jahr. Kannst du das bestätigen? Wenn er dort einen Vertrag unterschreibt, dann kann ich es bestätigen. Das weiß ich nicht. Er ist momentan ist er dort. Deswegen reden wir da auch nie über Namen, weil im Endeffekt hängt es davon ab, ein Verein kann sich mit dem Club ja einigen, wie er will. Wenn der Spieler dorthin fährt und sagt, gefällt mir hier nicht, dann kommt er wieder zurück. Bis jetzt, nach meinem Kenntnisstand, vor einer Stunde, ist noch kein Vertrag unterschrieben worden. Das sieht aber danach aus. Mhm. Das ist auch der Wille des Spielers. Und dann werden wir Delano für ein Jahr dorthin ausleihen. Ja, wird dann im Sturm eventuell nochmal nachgelegt, weil da ja dann ein Platz frei wird? Nicht unbedingt. Ja. Stimmt nicht deckungsgleich jetzt mit der Position, die Delano gespielt hat. Ja. Ich will es auch nicht komplett ausschließen. Ja. Es steht jetzt nicht auf unserer Agenda oben. Jetzt wird die Linksverteidigerposition wird geregelt. Und ja, dann werden wir nochmal schauen, ist das die Mannschaft, mit der wir in die Saison gehen wollen oder wollen wir noch eine Veränderung? Aber ich kann jetzt heute nicht sagen, wir holen einen Stürmer. Man muss ja sehen, wenn du 5 Stürmer hast, ab und zu kann einer spielen, ab und zu spielen 2 und 3 sitzen draußen. Und wenn du jetzt 3 sehr, sehr gut oder 5 sehr, sehr gute Stürmer hast, dann weiß ich, was da in so einem Kader passiert. Also wir können mit der Situation leben. Ich will es jetzt nicht 100%ig ausschließen. Ja, beim Thema Stürmer hat die Bundesliga natürlich auch vor allen Dingen einen Namen jetzt im Sommer nochmal beschäftigt, Harry Kane. Ja, die neue Attraktion beim FC Bayern, so kann man es sagen. Hat mit dem 100-Millionen-Transfer jetzt immer so eine Schallmauer gesprochen, verdient jetzt, so schreiben alle, am meisten bei den Bayern mit 25 Millionen. Wie siehst du die Entwicklung? Also ist das jetzt nochmal ein neuer Schritt? Wie hast du das so grundsätzlich aufgefasst, dass so einer das kann man ja, Deutschland kommt? Das kann man ja aus zwei Richtungen sehen. So typisch deutsch, es geht immer nur um die 100 Millionen. Und wieso kann man das so ausgeben? Hat nur noch ein Jahr Vertrag. Das sind aber die gleichen, die kaufen schon auf sofort ein Trikot von ihm, weil er natürlich eine Attraktion für die Bundesliga ist, die der Bundesliga unglaublich gut tut. Der FC Bayern stellt es jetzt so ein bisschen dar, sie haben den quasi für die Bundesliga gekauft, nehme ich ihn jetzt nicht ab, sondern sie haben es gekauft, weil es einer der besten Stürmer der Welt ist, weil er einer der besten Stürmer der Welt ist. Und das wird sicherlich auch in der Bundesliga ein Highlight. Ob das jetzt wirtschaftlich alles so vernünftig ist, das will ich gar nicht bewerten, aber eines steht fest: Der FC Bayern hat sein Geld sehr, sehr redlich verdient und ist anscheinend in der Lage, einen solchen Transfer zu machen. Und ich finde, wenn ein Spieler, einer der besten Spieler aus England, aus der Premier League, jetzt nach Deutschland wechselt, dann ist das auch ein gutes Zeichen für die Fußball-Bundesliga. Deswegen finde ich das insgesamt gut, ob dieses Risiko sich am Ende, dieses wirtschaftliche Risiko, bezahlt macht. Ja, das werden wir sehen. Und eines ist auch klar, geht schief, werden alle sagen, habe ich sowieso gewusst. Und wird Harry Kane die nächsten 3 Jahre Torschützenkönig? Da haben die es auch alle gewusst. Das ist eben Fußball. Ja.
Findest du, auf dem Transfermarkt hat sich in den letzten Jahren noch in den Verhandlungen, weil es ist ja schon sehr auffällig, vor allen Dingen was das für eine Posse war, bis Harry Kane in Deutschland war, ne? Haben sich da in der Art der Verhandlungen in den letzten Jahrzehnten, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen was verändert? Kommt einfach mehr an die Öffentlichkeit? Oder wie würdest du das beschreiben, wenn du an einen Transfer vor 15 Jahren zurückdenkst? Ja, ist ja völlig klar, kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Es kommt heute viel mehr an die Öffentlichkeit und im Endeffekt verhandeln die Medien mit und dann verhandelt die Öffentlichkeit mit. Deswegen ist ja meine Maxime versuchen, dass überhaupt nichts rauskommt, dass es nicht vorher Diskussionen gibt, ist der gut, ist der schlecht, ist es zu teuer, ist es zu günstig. Wir versuchen, das haben wir natürlich nicht diese Strahlkraft wie der FC Bayern mit Harry Kane, aber trotzdem auch lokal, regional wird dann darüber diskutiert. Das einfach die Sache ganz, ganz sicher nicht. Es macht die Sache in aller Regel teurer, weil irgendeine Seite unter Druck kommt, weil der Club, woher der Spieler kommt, auch unter Druck gesetzt wird. Lass den doch nicht so günstig gehen und wenn die Zahlen kommen. Also ich mache es lieber im stillen Kämmerlein. Funktioniert in der Regel ganz gut. Bei uns kommt meistens dann was raus, ja, wenn der gegnerische Verein mit in die Verlosung kommt. Und wenn die eben nicht so arbeiten, wie wir es tun, dann ist es nach 2 Stunden ist es draußen, da steht es schon irgendwo. Dann wird es immer schwieriger. Deswegen hoffe ich immer, dass wir schon so weit sind, dass wir der Diskussion dann aus dem Weg gehen können. Ja, gut, dann apropos, Transfers ist ja immer ein spannendes Thema für Fans. Jetzt haben wir auch nochmal Fan-Themen hier im VRM Live-Talk heute Abend und haben aus der Community einige Fragen bekommen. Und da würde ich jetzt gerade mal eine hier vorlesen. Es gibt es, da sind wir in der Community gefragt worden. Gibt es einen Plan für Mainz 05 für die nächsten 5 bis 10 Jahre? Ist der Klassenerhalt das langfristige Ziel oder werden die Ziele auch mal höher gesteckt, wenn die Entwicklung so weiterläuft? Das ist ja mein Lieblingsthema. Ja. Also es gibt jetzt wirklich Menschen, die glauben, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, wir möchten nach Europa, dass es einfacher ist, sich für Europa zu qualifizieren, als wenn ich sage, wir möchten erstmal, und das werde ich immer sagen, weit weg von diesem Strich. Letztes Jahr, ich weiß nicht, wer alles geschrieben hat, Mainz muss die Ziele ändern. Auf einmal wurden die in der Öffentlichkeit geändert. Europa, Ergebnis, 4 Spiele verloren, plus das Dortmund-Spiel dann am Ende nicht gewonnen, aber eigentlich doch gewonnen. Das war das Ergebnis dieser, ja, dieser Parole, Mainz 05 muss nach Europa. Also ich bitte immer zu bedenken, wo wir herkommen. Wir waren vor 2,5 Jahren Mause, Mause tot. Wir waren eigentlich abgestiegen und jetzt geht es über Stabilisierung. Ich glaube, dass wir auch inzwischen eine ganz andere Mannschaft haben, dass wir ein ganz anderes Gefühl in dieser Stadt wieder haben. Aber warum sollen wir denn jetzt gleich größenwahnsinnig werden? Wir wissen genau, wo was bei Platz 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 passiert. Aber wir sind doch mit der Politik gut gefahren. Fühlt sich irgendeiner besser, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich will deutscher Meister werden? Die meisten werden lachen, ja, zu Recht. So, wir werden von diesem Weg, und den machen wir jetzt, glaube ich, seit, wann sind wir aufgestiegen? 2004, da waren wir kurz mal wieder runtermarschiert und dann 2009 wieder. Wir sind doch mit diesem Weg sehr, sehr erfolgreich. Und trotzdem setzen wir uns intern auch irgendwann andere Ziele. Aber ich fange nicht an, jetzt die Ziele zu setzen, dann verlieren wir die ersten 3 Spiele, ja, und kommen in eine ganz komische Situation. Die haben schon geglaubt, sie können oben anklopfen. Und jetzt haben sie 0 Punkte. Das machen wir nicht. Also wir wissen aber ganz genau, wie wir die Situation bei uns einschätzen und den Weg immer so weiter. Ja, eine andere Frage, die die Fans noch umtreibt, ist, wie es gelingen soll, neben dem sportlichen Erfolg, dass wieder mehr Fans in die MEWA-Arena kommen. Ja, das ist auch so eine, ich weiß auch nicht, ich Haben Sie glaube, nur spannende, gute Fragen gestellt, ihr habt geschrieben vor kurzem, es waren nur 5 Spiele ausverkauft. gell? Jetzt guckt doch mal rückwärts, wann war denn die letzte Saison, wo 5 Spiele ausverkauft waren, in den letzten 5 Jahren nicht eine einzige Saison mit 5 ausverkauften Spielen. Wir haben eine Zuschauerauslastung von über fast 90%. Wir haben 29.000 Zuschauer im Schnitt in ein Stadion, wo 33.000 Zuschauer reingehen. Ich will das auch nicht mehr negativ sehen. Momentan boomt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber alle Kurven zeigen nach oben. Zum Glück auch die sportliche Kurve, aber auch alle wirtschaftlichen Daten. Wir haben den höchsten Zuschauerschnitt seit 5 Jahren in der vergangenen Saison gehabt. Wir haben mit kilometerweitem Abstand die höchste Mitgliederzahl aller Zeiten bei Mainz 05. Ich bin 2016 weg. Da habe ich gesagt, wir brauchen 30.000 Mitglieder. Hat ganz Mainz über mich gelacht. Ich kam dann
4 Jahre später zurück. Da hatten wir 13.000 Mitglieder übrigens. Ich kam zurück, hatten immer noch 13.000 Mitglieder. So, jetzt haben wir innerhalb von ganz kurzer Zeit, werden wir bald 18.000 Mitglieder haben. Das sind noch wenig im Vergleich zur Konkurrenz, aber es sind über 30% mehr. Und wir haben jeden Tag Eintritte. Das ist einfach sehr, sehr positiv. Wir haben die höchsten Sponsoring-Einnahmen aller Zeiten bei Mainz 05. Wir sind in unseren Logen komplett ausvermarktet. Unsere Marketingabteilung, unsere Vermarktungsabteilung macht einen riesen Job. Die schaffen das fast alles nicht mehr. Wir können es gar nicht mehr alles abarbeiten. Wir haben 178 Partnerclubs in Mainz gewonnen. Also ich glaube, fast jeder Club in der Gegend ist inzwischen auch ein Partner von Mainz und der Kreis wird immer größer. Wir haben 4.000 Kinder in unserer Fußballschule inzwischen pro Jahr. Das sind alles Parameter, dass der Club auf einem guten Weg ist. Und unser Ziel wird es klar sein. Wir möchten nächstes Jahr eine 3 haben beim Schnitt. Und ich sage dir eins, wir werden es schaffen. Gut, da bin ich gespannt. Ich werde es auf jeden Fall, verfolgen. Dann haben wir noch eine Frage zu Nico Bungert. Da war die Frage, ob es einen Plan gibt, dass der mal als Sportdirektor installiert wird. Ja, ich habe auch schon gelesen, dass er mal Nachfolger wird. Das geht mal schon früh los jetzt. Der Nico ist ganz, ganz eng und ganz, ganz fest bei Mainz 05. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich mit Nico in den letzten Monaten, seitdem ich zurück bin, gesprochen habe. Ich weiß genau, was er kann. Und Nico geht einen überragenden Weg. Er ist durch alle Abteilungen gegangen. Er macht inzwischen auch eine Management-Ausbildung über die DFL. Aber jetzt zu sagen, der Nico wird irgendwann die und die Position einnehmen, das ist einfach viel zu früh. Aber eines ist auch klar, der Christian Heidel wird hier nicht ewig bleiben. Das ist von Anfang an auch klar gewesen, als ich zurückkam. So, und ich werde alles dafür tun, wenn ich irgendwann mal wieder gehe, dass das so ist, dass Mainz 05 dann eine sehr, sehr gute Zukunft hat. Und also ich bin da komplett offen, aber natürlich ist es im Endeffekt nicht meine Entscheidung, sondern dann wird es irgendwann natürlich die Entscheidung des Aufsichtsrats sein. Ja, in dem Zusammenhang wird auch nochmal nach Michael Schönweiz gefragt. Der ist ja jetzt kürzlich wieder dabei. Wie sehen da die Pläne aus? Das ist genau das Gleiche. Also Michael war ja schon bei uns U17-Trainer, ist dann vor vielen Jahren zum DFB gewechselt. Ich glaube, hat damals die U17-Nationalmannschaft übernommen, war am Ende ja, der Chef aller Trainer, mit Ausnahme des Cheftrainers der Nationalmannschaft, von allen Nationalmannschaften. Kennt natürlich jeden jungen Spieler. Und wir haben uns, da hat auch Volker Kerstin eine entscheidende Rolle gespielt. Wir haben uns schon was dabei gedacht, eine solche Kapazität zurückzuholen wieder zu Mainz 05. Und ich glaube, in der Branche haben viele sich die Augen gerieben, ja, dass Michael Schönwarz nach Mainz geht. Da sind ganz andere Vereine öfters mal im Gespräch gewesen. Und auch der Michael ist jemand, der sicherlich hier in Mainz seine Zukunft sehen wird und unter Umständen auch mal in anderen Feldern. Ich will damit ja nur zeigen, wir werden junge Leute, im Vergleich zu mir sind die alle jung, leider, aber ist halt so, werden wir hier fördern, dass sie irgendwann in Mainz eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Spielen sie übrigens beide auch jetzt schon. Ganz, ganz wichtige Rolle ist auch ein gutes Stichwort. Die spielst du jetzt auch nochmal hier so gegen Ende unseres VRM-Live-Talks. Jetzt kommt nämlich hier die Wand der Wahrheit, würde ich fast mal sagen. Wir tippen jetzt mal du darfst jetzt mal die Bundesliga-Tabelle tippen. Und wir sind gespannt, für was du dich entscheidest. Ich würde dir einfach die Frage stellen und du kannst mir einfach sagen, wo du einschätzt, dass der jeweilige Verein landet. Und dann kannst du mir ja vielleicht auch sagen, warum. So, also, wer wird denn deutscher Meister? Ich kenne den Spielplan gar nicht so genau. Gegen wen spielen wir am Schluss? Union Berlin spielt gegen Mainz 05 am Anfang. Am Ende. Was haben wir denn am 17. Spiel da? Ich meine, wir können Bayern jetzt nicht jedes Jahr helfen. Aber ich würde mal sagen, bei allem hin und her, was da momentan beim FC Bayern passiert, haben sie trotzdem mit Abstand die beste Mannschaft. Sie haben einen überragenden Trainer, den kenne ich ja auch so ein bisschen. Deswegen glaube ich, dass diese Wirrungen, die es momentan gibt, irgendwann vorbei sein werden. Und am Ende, leider, ja, zum 12. Mal, ja 12. Mal, glaube ich, dann in Folge der FC Bayern stehen wird. Gut, dann hängen wir das doch schon mal, verewigen wir das hier schon mal. So, da hätten wir schon mal den Meister getippt. So, dann gehen wir ans andere Ende der Tabelle. Oh je. Genau, jetzt
beziehungsweise jetzt musst du uns nochmal sagen, aus deinem Gefühl heraus, einfach deine ersten Gedanken, wer muss die Liga wieder verlassen? Also das Problem ist ja, wenn ich jetzt sage, der und der steigt ab, dann geht ja sofort rum, der Heidel tippt und will, dass die absteigen. Ich wünsche niemanden, wirklich niemanden, den Abstieg aus der Bundesliga. Wir haben es einmal erlebt, ist jetzt, obwohl bei uns war es ganz nett eigentlich da am letzten Spieltag, aber das muss man nicht unbedingt haben. Und natürlich sind die Aufsteiger, das ist jedes Jahr so, sind auch Kandidaten, das sieht man ja auch jetzt in der letzten Saison, dafür, dass es wieder runtergeht. Und trotzdem wünsche ich Darmstadt, weil sie auch unser Nachbar sind, wir auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben zu Darmstadt 98, alles nur den Abstieg nicht, aber wenn man das heute so sieht, dann werden sie dagegen kämpfen müssen, alles andere wäre eine Überraschung. Heidenheim ist eine top eingespielte Mannschaft, kaum Spieler verloren, war ganz gute dazugeholt. Ich glaube, die haben Vorteile gegenüber Darmstadt. Und dann kommen in die Verlosung, glaube ich, die ganzen Clubs, die in den letzten Jahren auch dabei waren, die sich dann immer gerettet haben. Ich hoffe, dass wir da keine Rolle dabei spielen, aber auch das kann mal passieren. Dann werden wir uns mit allem, was wir haben, dagegen wehren. Aber vom Gefühl her glaube ich jetzt und hoffe ich mal eher nicht. Aber ich möchte jetzt ungern einen Absteiger tippen, aber das werden die Mannschaften sein, glaube ich, die da unten eine Rolle spielen werden. Es kann aber auch sein, dass es mal eine Überraschung wieder gibt. Also wir haben das letztes Jahr mit Hertha gesehen. Wer hätte denn geglaubt, dass Hertha BSC absteigt? Ja. Ganz schwieriges Umfeld. Also ich möchte es ungern da einen hinkleben. Na gut, dann umgehen wir, dann verstehe ich. Dann können wir vielleicht mal noch, weil sie gehören halt eben auch zu unseren VOM-Teams, natürlich der SV Darmstadt 98, aber wir können auch erst nochmal mit einem anderen anfangen, dem ersten Heimspielgegner von Mainz 05, Eintracht Frankfurt. Ja, die Eintracht hat natürlich inzwischen durch ihre internationalen Erfolge, das muss man mal betonen, in der Bundesliga war es gar nicht so toll. Also nur mal als Beispiel, die Eintracht hat in den letzten, also seitdem Bo zurückgekommen ist, genau einen Punkt mehr geholt als Mainz 05. Mhm. Muss ich mal vorstellen. Ja, es gibt nur 7 Mannschaften. Die Eintracht steht auf dem 7. Platz, wir stehen auf dem 8. Platz. Wenn man die Tabelle nimmt, vom 1. Januar 2021, die Bo-Tabelle bis heute, es ist schon erstaunlich. Also wir haben uns das gerade mal angeguckt. Ich glaube, wir haben 35 Punkte mehr geholt als der VfB Stuttgart. Nur so, um das mal einzuordnen. Und Eintracht Frankfurt, ja, die haben schon ein bisschen Umbruch, aber die haben natürlich super Leute da geholt. Ob das jetzt alles zusammenpasst, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, vielleicht hoffen wir es auch ein bisschen, dass der Bombenstürmer da Kolumani, dass der vielleicht nicht mehr da ist, wenn sie gegen uns spielen. Das wäre ein Aderlass. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich wahrscheinlich so viel Geld wie noch nie zuvor in die Frankfurter Kasse. Die werden eine Top-Mannschaft haben und ich glaube, dass sie schon eine gute Chance haben, sich auch für Europa zu qualifizieren. Da kannst du doch ruhig ein bisschen präziser werden. Champions League oder Europa League? Ne, ich tippe mal dann eher auf Europa League. Setz sie doch mal auf 6. 6, gut. Mach ich. So, und da wir den SV Darmstadt 98 jetzt vielleicht so ein bisschen geschickt umdribbeln. Dann setzen wir ihn in die Relegation, weil das heißt ja nicht, dass er absteigt. Und nochmal, ich würde mich riesig freuen, dass sie gegen uns beide Spiele nicht gewinnen und dann in der Liga bleiben. Na, siehst du, da haben wir doch wenigstens die Darmstädter noch untergebracht. So, ja, und dann natürlich aus deiner Sicht der wichtigste Verein. Aber das, wenn ich uns jetzt da auf 7 oder auf 5 setze, dann ist das Saisonziel. Ja. So, aber ich gehe da von diesem Weg nicht ab. Möglichst schnell von diesem Strich dort unten über Darmstadt 98 wegkommen, wenn es irgendwie geht, damit überhaupt nichts zu tun haben. Und dann die Ziele festlegen im Laufe einer Saison. Weil dann wissen wir auch, wie klappt das alles, haben wir Verletzte, haben wir keine Verletzten. Und dann bin ich der Letzte, der intern nicht sagt, Mensch, Männer, warum eigentlich nicht? Aber vorher nicht. Deswegen, und das ist nicht die Zielvorgabe, setz uns doch einfach mal auf. Was waren wir letztes Jahr? 9? Ja. Dann setz uns mal auf 9. Und das ist schon, wenn es eine Zielvorgabe wäre, ein großes Ziel. Das darf man nicht vergessen. Ja, gut. Aber dann haben wir doch hier... Sehr gut. Aber nur, dass ihr glücklich seid. Haben ja, das logisch. Jetzt sieht es ja schon, ist ja schon fast perfekt. Die Absteiger lassen wir jetzt mal raus. Gut, aber dann haben wir doch ein schönes Tabellenbild und werden dann jetzt auch am Ende unseres VRM Live Talks heute mit dem 05 Sportvorstand Christian Heidel alles zu Mainz 05 lest ihr natürlich auch bei uns auf der Allgemeinen Zeitung auf allen Portalen. Und dann bedanke ich mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Christian hat euch gut unterhalten in der gut letzten Dreiviertelstunde. Ich wünsche einen schönen Abend und sage Tschüss aus Mainz.
Thank you.